Hallo und herzlich willkommen zu Momos Spielekiste und heute mal auf Hemmedal. Und zwar soll es eigentlich den Braunbären an den Kragen gehen, aber wir haben hier vorne schon direkt ein Rehbock, der uns angefiebt hat. Und da wir da auch noch Missionen und so offen haben, werden wir mal gucken, ob wir die vielleicht auch schon abschließen können. Hemmedal ist ja relativ übersichtlich und auch gut geeignet für Rehe. Da müssen wir auf jeden Fall einen Bock schießen mit einem Score von mindestens 120. Ja, da haben wir ihn anscheinend auch schon verscheucht. Ja. Da unten springt da weg, aber hier oben war auch noch irgendwo einer gewesen. Ja, dann ist natürlich auch noch offen die Multiplayer-Mission Schwarz und Braunbär mit dem Vorderlader. Da versuchen wir uns auch mal dran. Da müsste ich den Vorderlader auch gleich erstmal laden. Leider muss man sich dafür hinstellen. Na, gucken wir mal. Die Rehe haben mich direkt angefiebt, wo sie hier alle waren. Ja, Schüttel und Rüttel. Ich bin durchgeladen. Ja, für alle Eventualitäten gibt es dann auch noch die 308. So, da haben wir auch schon einen Rehbock. Das gibt's nicht. Und jetzt hakt und leckt es hier auch noch rum. Ja, jetzt haben wir irgendwie ins Pulverfass gestochen. Ins Wespennest. Ja gut. Dann beschäftigen wir uns als erstes erstmal mit den Braunbären. Wir müssen Spuren aufnehmen von den Braunbären. Ich weiß auch nicht, warum die Tiere jetzt plötzlich so aufgeschreckt wurden. Aber so ist das nun mal. Ja, ich werde bei der Gelegenheit auch mal meinen Fass und auch den Hochsitz versuchen. Also ich habe da auch hinten noch einen Baumsitz stehen. Die werde ich auch mal mit einsammeln. Ich möchte das hier abbauen auf Hemmedal. Die kann ich woanders besser gebrauchen. Da das hier alles nicht unbedingt mein Gebiet ist. Zumindest ist nicht mein Gebiet, wo ich häufiger auf der Pier schon unterwegs bin. Das nutzt man jetzt wirklich nur, um diverse Missionen oder so abzuhandeln. Ja, des Weiteren steht noch aus Rotfuchs-Missionen. Ja, ich weiß hier nicht, was los ist. Drei Stück in einer Jagd. Vielleicht finden wir hier auch den einen oder anderen. Eingesprüht habe ich mich. Ich habe die weiße Wintertarnung an. Keine Ahnung, was die alle haben. Da hinten laufen sie. Ja. Da werden wir später noch Gelegenheit für haben. Beziehungsweise ich mache da eine extra Folge raus. Wir sind hier für den Braunbären. Die Mission. Und natürlich der Wettbewerb. Multiplayer versteht sich. Das Fass ist leer, was ich da habe, aber das Gebiet, wo das Fass steht, ist ziemlich ja, bekannt und hochfrequentiert für
Braunbären. Da habe ich auch ohne Fass häufiger welche stehen. Wenn das jetzt nicht alles mal geändert wurde, per Patch. Aber erstmal müssen wir Spuren finden. Drei Stück. Das hilft uns auch schon eine Menge weiter. Karte schauen und mal einen Marker setzen, damit wir nicht zu weit laufen. Aber ich werde euch dann dazu holen, wenn wir da angekommen sind. Vielleicht haben wir hier schon die erste Spur. Ich glaube es nicht. Wir sind hier mehr die. Oh, obwohl. Das ist definitiv Bärenkacke. Macht sich nun, welche Richtung der jetzt gelaufen ist. Na, die Richtung oder entgegengesetzt? Ich werde auf jeden Fall wieder auf mir noch entgegengesetzt. Genau, ID Tracks from the Brown Bear. Also ich muss von drei Bären die Trittsiegel aufnehmen. Drei braunen Bären. Das ist Reh. Hätte ich vielleicht die 22-3 mitnehmen sollen. Da kann ich mehr den Rehen auf der Entfernung entledigen. Ich habe es im Guten versucht. Mit dem Bogen, damit wir hier nicht alles aufscheuchen. Aber wurde ja quasi schon überrannt. Ich war noch nicht mal richtig gespawnt, wo schon die ersten Rehe gefiebt haben. Drehspuren hier. Was uns hier alles so erwartet. Ja, aber da schalte ich euch gleich wieder zu. Bis gleich. So, wir sind fast am Baumsitz angekommen. Da kommen wir hier schon zur nächsten Bärenspur. Einfach so unseren Weg kreuzt. Da haben wir schon den zweiten Punkt der Mission abgehakt. Ja, reichlich Rehspuren dazwischen. Also es ist nicht wirklich schwierig, da einfach nur drei Bärenspuren zusammenzufinden. Man muss halt ein bisschen aufmerksam durch die Gegend laufen.
und mal ab und zu auch die Spuren aufnehmen. Also eine fehlt mir noch und dann kommt schon die nächste Mission. Erstmal da zum Baumsitz hoch. Den können wir gerade vielleicht nutzen, um ja, Reh anzulocken, ob wir das Reh Spray mit. Und da sprühen wir uns dann an eine passende Stelle. Ja. Da seht ihr auch schon den Baumsitz oben am Baum hängen. Auf diesem sehr, sehr steilen Hang. Gerade ins Inventar. Jetzt habe ich das Spray doch nicht eingepackt. Ah, schade. Dann muss das jetzt anders laufen. Dann locken wir sie hier hin. Können wir dann vielleicht schon unten irgendeine Bärenbewegung ausmachen? Da unten steht auf jeden Fall irgendwo das Bärenfass. Da kommt auf jeden Fall schon ein Rehbock. Der rutscht natürlich jetzt keine Ahnung wie weit runter. Das war ein schöner Trägerschuss. Ich habe ewig nicht mehr mit dem Snakebite geschossen. Na, kommen da vielleicht auch noch welche. Ein Männchen müsste eigentlich aus der Richtung noch kommen. Kommt auch schon. Und irgendwas ist auch noch unter uns. Ein sehr, sehr starker Bock. Natürlich jetzt ihn direkt unter uns, weil ich ihn gar nicht gebrauchen kann. Muss man ein bisschen weggehen, Kollege. Und der nächste angetrabt. Schwächer. Aber war gerade 230. Oh, wo steht er? Ach, der ist das. Ja. Lauf doch weg. Ja,
Lauf doch weg. Kommt vielleicht noch was? Gerade nicht, ne? Ja, ich warte noch 2, 3 Minuten, dann baue ich den Sitz ab. So, bis auf ein Weibchen, was hier noch hin unterwegs ist, sehr langsam. Hat sich hier nichts weiter getan. Körpertreffer. So, jetzt müssen wir die beiden noch wiederfinden. Einer liegt da. Und der andere müsste auch da unten wo liegen. Das hier ist der erste gewesen. Vierziger Score, zweiter Halswirbel. Da brauchen wir auch keinen Trophy Shot von machen. Den kleinen. Ja, das ist das Weibchen, was da oben noch war. So, jetzt müssen wir auch den anderen wiederfinden. Ist er dann auch hier runtergerutscht? Nicht, da glaube ich. Seht euch diese prächtigen Stangen an. Das ist doch mal ein hübsches Teil. So, Wirbelsäule vorne, rechte Lunge. 179er Score, fast 180. Ja, herrlich. Da machen wir doch ein Bildchen von. Ganz einfach hier. Bevor mir alles wieder wegrutscht. Ist das noch nicht so ganz mein Ding mit den Bildern machen. So. Da haben wir die Mission schon mal abgehakt mit dem Rehwild. Dann gucken wir ganz schnell, was es da noch gibt. Der Insider. Begeben sich zum Stein von Orms auf Helmendal. Aha. Okay. Das machen wir ein andermal. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Wahrscheinlich nicht mehr viel. Nee. Müssen wir das Fass erst noch stehen lassen. Aber ist ja kein Problem. Wir müssen erst noch die dritte Bärenspur finden. Warum soll das eine Remission sein? Begeben Sie diesen Stein von Orms. Merkwürdig. Erkundungsmission vermutlich. Dann geht's da irgendwie weiter. So.
Können wir so langsam auch schon mal die Augen offen halten. Nach Bewegung im Tal. Zumindest habe ich hier unten immer welche gefunden. Die Mission habe ich nie dazu gemacht. Weibchen da oben. Das vermisst mich so sehr. Ist auch gleich die Geruchsreduzierer schon ablaufen. Also auch eine Rehlosung. Da steht unser Fass. Ist aber vollkommen leer. Ansonsten aber eine ziemlich gute Stelle für ein Bärenfass, ne? Für Braunbären. Zumindest war hier immer was los. Müssen wir nur noch einen Braunbären gleich finden. Auch Rehspuren, Mensch. Ein Männchen da oben. Das nehmen wir gerne mit. Noch eine Rehlosung. Ich hätte jetzt eher so an Braunbär gedacht. Fände ich jetzt irgendwie besser. Wieder Rehe.
Rehe. Ja, jetzt habe ich euch Brombeeren versprochen und hier ist gar nichts. Ach, peinlich. Äußerst peinlich. Schreckt mir schon wieder irgendwas wieder auf. Relosung. Eine Bärenspur hier. Ich melde mich dann gleich wieder bei euch, wenn ich eine gefunden habe. Das wird hier, glaube ich, doch noch ein bisschen in Sucherei ausarten. Also.